Hallo liebe Freunde des gepflegten Shooter-Survival-Spiel-Spaßes und willkommen zur nächsten Folge von Metro Exodus. Wir sind wieder am Livestream. Diesmal ist es schon Montag, also wir haben den Freitags-Livestream beendet und wir müssen jetzt hier, wir haben ja das letzte Mal beendet. Und wir müssen jetzt irgendwie Richtung Teddy. Viel Erfolg! Und dafür gucken wir nochmal auf die Map. Er hat ja irgendwas von einem Schiffsanleger erzählt. Hallo Monte. Ach, jetzt ist auch komischerweise auf der Karte wieder markiert, wo wir hin sollen. Das war gerade eben noch nicht markiert. Hier drüben kommen wir ja nicht rüber, weil... Wir können mal kurz gucken. Da müssten wir durchs Wasser. Oh. Hallo. Alter Falter, hier ist was los. Und hier drüben waren ja noch Banditen, ne? Wenn wir auf die Map gucken, da müssten Banditen sein. Und eigentlich ist es auf jeden Fall empfehlenswert, dass wir alle Punkte eigentlich abklappern. Ich denke mal, da gibt es gut Loot. So, F5 war speichern. Ich muss parallel mal ein bisschen das OBS im Auge behalten, wie da die CPU-Auslastung ist, dass das nicht ruckelt. So. Das setze ich mal hier rüber. Moment. So. Weil wenn wir jetzt auf die Karte gucken, müsste das genau das Gebäude sein. Ja, genau. Dann gebe ich dir das im Wasser. Warum auch immer. Ein Loot. Erster Loot von Monte, vielen Dank. Und auch gleich Metro-Loot. Oh, da ist einer. Sag mal, Seba, warum halten wir die Schwachköpfe eigentlich unter Verschluss? Nein, ehrlich, was hoffen wir hier? Das ist doch mal eine dumme Frage. Was machen wir hier denn wohl? Kommen wir an den Rang? Auf den Konvoi warten? Siehst du? Er ist ein Anfänger, aber er hat recht. Scheiße. Shit. Komm ich an den Rand, dass ich den... Hey, was für ein verdammtes Geräusch war das? Was zum Teufel? Oh oh. Shit. Das lade ich gleich nochmal. Wieso komme ich an den Typen nicht ran? Schade. Weil es wäre schon praktisch, wenn man dort erstmal so ein bisschen leise daran geht. Geht's noch irgendwo anders rein? So. Der schläft. Ach guck mal, wenn der schläft, kann ich ihn auch so killen. Und tschüss. So. Dann speicher Reno. Oh oh. Hallo, hallo, hallo. Okay, die sind... Da schläft noch einer. Sehr gut. Der hat ein bisschen Stuff dabei. Oh, hallo Hund. Oh oh.
Scheiße. Mitten am Tag schlafen die, ja, aber der blöde Hund war jetzt irgendwie. Wieso sehen die mich? Ah, die sehen den Laserpointer, ne? Pumpen. Komm schon. Lad nach. Alter. Okay. Das läuft ja Bombe. Der blöde Hund. Wieso kann ich den Hund nicht killen? Wie konnte ich aber mit den Wurfmessern arbeiten? Das war doch C, ne? Wie kann ich die werfen, die Wurfmesser? Wie ging das nochmal? Spielsteuerung, Tastatur, Waffen. Zielen, rechte Maustaste, sekundäre Waffe werfen, C, okay. So, habe ich ihn jetzt hier rausgenommen eigentlich? Ja. Okay. Ja, Shadowkan, vermutlich. Oh, fuck. Vielleicht gehen wir erstmal oben rein. Hallo Schelm, hallo Attila. So, oh, da ist einer. Den kriegen wir, glaube ich, relativ gut. Ach Mist. In dem Moment dreht er sich um, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Mist. Von wo kommen die jetzt? Also ich höre sie, aber ich... Nur so ein blöder Schweinehund, den er wirklich direkt in dem Loch, in dem er sich versteckt. Hallo? Wo sind die denn? Das Miststück ist also entkommen. Naja, sobald ich ihn finde, knall ich den Klauder. Denk ich nicht den Arsch aufreißen. Scheiße, ey, das läuft ja überhaupt nicht. Hey Leute! Das Miststück versteckt sich hier! Wir müssen ihn finden! Der Schloss entkommt uns auf jeden Fall nicht! Da los, schnitt sie die Butter raus! Ah, Mist, da ist der Hund. Ich bin wieder draußen. Juhu. Jetzt kommt doch mal her. Dann muss ich die Maske absetzen. Brauche ich ja nicht.
Komm raus, du Schweinehund! Ich weiß, wo du bist! Komm raus, du Hurensohn! Ja, aber wenn du die leise killst, dann kriegst du die halt instant raus. So. Krieg ich sie vielleicht von oben? Oh, Alter. Da ist der Schweinehund! Du Dreckskerl! Ach, Mann. Visier. Wo? Wo denn? Hast du gar nicht? Die Schweinehunde haben einen von uns erwischt. Ich höre halt immer wieder einen, aber ich sehe keinen. Und warum bin ich hier gerade durchs Dach geflogen? Darf man hier nur auf den Balken lang gehen? Da ist einer. Hallo? Ich lass mich doch nicht abknallen. Der Hurensohn ist hier. Fast wieder runtergefallen. Hallo, 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 hallo. Ich würde gern was sehen. Da hinten. Ah, da. Die Schweinehunde haben einen von uns erwischt. So. Hihihi, Headshot. So, viele dürften es nicht mehr sein. Wir looten den hier erstmal. Hallo? Wie liegt denn der hier? In der Treppe. Okay, den können wir nicht looten. Wir machen das Licht hier aus. Gibt es hier Sachen, die wir looten können? Nö. Das ist so ein Tresor hier, oder? Nee. So. Also einer ist ja noch. Wir holen zwar die Pilze. Ah, da hinten ist er. Ach, der hat sich ergeben. Okay. Dann. Na, Kollege. Hey, Mann. Schon gut. Ich ergebe mich. Ja, okay. Gib mir deine Waffe. Kann ich ihn nicht looten, wenn er tot ist? Der ist ganz schön gewieft, dass er mich so gekriegt hat. Verdammte Scheiße. Da ist aber noch einer. Oh, hier ist Munition. Hier ist Brennerei. Können wir eigentlich auch noch speichern. Ist hier noch irgendwas? Oh, was zu essen? Bitte, lass uns hier raus. Oh, nice. Das Problem ist jetzt, ich weiß... Ah, hier, die sollen wir rausholen. Lass uns hier bitte nicht eingesperrt. So. Hallo. Wir werden auch für dein Seelenheil beten, solange wir leben. Auch wenn du ein Ketzer bist. Ja, ja. Segne dich. Danke. Gebete sind gut, aber ich möchte dir mit etwas Handfesterem danken. Okay, cool. Hör gut zu. Im Terminal gibt es einen Raum. Dort bringen wir alle sündigen Dinge hin, damit der Fisch sie läutert. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du bist ohnehin ein Sünder. Vielleicht findest du da etwas Nützliches. Warum nicht? Simon, das darfst du nicht. Zelantius wird dich dafür exkommunizieren. Ach, Quatsch. Das wird er nicht, wenn du es ihm nicht erzählst. Oder möchtest du lieber hier sterben? Durch die Klinge eines Heiden? Na, natürlich nicht. Ich sag nichts. Wie, Jungs? Wollt ihr nicht gehen? Jetzt bleibt er hier sitzen. Geben wir ihm etwas Zeit zum Erholen. Anschließend gehen wir mit Gottes Hilfe zur Brücke zurück. Okay. Ja, komm hier. Sein Wille geschehe. Ah, sehr gut. Gut, dann lassen wir die da mal in Ruhe. Hier oben hatten wir noch welche abgeknallt. Die können wir noch looten. Hier noch irgendwas? Nö.
Wie kann ich jetzt das Ding nochmal laden? Ach, es war mit. So. Hallo, was habt ihr denn Schönes für mich dabei? Waffenteile. Oh. Helm braucht man nicht. Hier sind noch ein paar schöne Sachen. Oh. Zack, das schneiden wir noch ab. Hier können wir nur das Licht wieder anmachen. Hier ist die Tür. Ah, die können wir von innen aufmachen. Warum die mir nicht hinterhergerannt sind, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. So, mach mal Licht aus. So. Wir speichern. Damit müssten wir auf der Karte den Punkt als erledigt markiert haben. Jawohl. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir zum Teddy kommen. Aber vorher würde ich gerne nachladen. Kann ich nicht, okay. Hier mal. Oh, guten Tag. Hallo, ich will gerne hier rein. Munition, warum nicht? Ist das eklig. Oh, da schüttelt's mich, ey. Hilfe. So. Läuft der Stream eigentlich heute besser? Ist das flüssig alles? Ich hoffe. Was war das denn? Irgendeine Ratte. So, hier gibt's noch Stuff. Hier liegt... der ist schon grün. Genau, wir wechseln mal auf die Waffe. Alles super. Ah, sehr gut. Der hängt ein bisschen ab in seiner Bude. Ja, absolut. So, haben wir hier noch was, was wir looten können? Ne. Gut. Da oben sind wir rein, aber hier hinten gibt es vielleicht noch mehr. Obwohl, hier geht's. Ne, das ist bloß das gesamte Gebäude. Okay. Ach, hier kommt man noch aufs Dach hoch. Okay. Dann gucken wir doch mal, was wir da nach oben finden. Oder ob das einfach nur... Ach, hier hätten wir... Okay, gut. Ne, nichts Interessantes. Hier kommt es ja bloß von der anderen Seite in das Obergeschoss rein. Nichts, was wir jetzt irgendwie brauchen. Hallo Leon, grüß dich. Da oben ist ein Fliegevieh. So, jetzt müssen wir mal kurz auf die Karte gucken. Der hat ja irgendwas von dem Bootsanleger erzählt. Die Frage ist, wo der ist. Der müsste ja dann eigentlich irgendwo am Wasser sein. Oh, da hängen ein paar Typen. Oh. Oh, scheiße. Ich hatte jetzt vor dem Stream nämlich schon mal kurz das Spiel geladen und habe mich mit so einer Horde von so Mutanten oder was das war angelegt. Und das war gar nicht gut. Da ist ein Bootsanleger, aber... Oh, da ist auch ein Boot. Okay. Ich habe ein schlechtes Gefühl hier. Guten Abend von Leon, danke für deinen Loot.
Oh fuck. Ach, du kommst von dort nicht an das Schiff ran oder an das Boot. Das ist die neue Lootsform. Ich hau hier gleich wieder ab. Das ist die neue Lootsform. Es gibt verschiedene Lootsets. Es gibt welche, die so, also die alten, und dann gibt es noch zwei andere Formen. Und unter anderem gibt es welche, die halt dann den rechten Bildschirm abdecken. Dafür gibt es halt ein paar Cent mehr. Gibt es eigentlich schon seit Anfang des Jahres, aber... das Problem ist, also ehrlich, ich weiß überhaupt nicht... Mit den Großen, da will ich mich eigentlich auch nicht anlegen. Ich will eigentlich nur zu dem Schiff dort. Oh Gott. Komm ich ja irgendwie? Na komm schon. Schnell darüber. Kannst du mal... Hallo? Vorwärts? Also ich drück vorwärts, ja? Er macht gerade... Jetzt! Hallo Shonky, ich grüße dich. So, ich will ja eigentlich bloß auf die andere Seite. Kann ich hier aussteigen? So, wir speichern. Wir gucken mal auf die Karte. Okay, direkt vor uns ist irgendwas. Vermutlich nochmal Banditen. Irgendwas hat er ja erzählt, dass sie hier die Gefangenen... Oder war das auf der anderen Seite? Je schmutziger die Waffe, desto mehr lässt sie ihre Leistung nach. Das Schutzproblem kannst du in jeder Werkbank beheben, okay. Hallo Predator, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Hallo, jemand zu Hause? Also ich höre jemanden, aber ich... irgendwo geht's hoch. Oh, da ist einer. Ist der alleine? Oh. Hey, was zum Teufel war das? Nichts. Niemand. Hallo Kai. Tja, von hier aus ist nichts zu sehen. Dann muss ich wohl... Hallo Phantom. Verdammt. So, wo guckt denn der? Was ist das? Dass sie alle so empfindlich sind. Ich schleiche doch hier schon. Da hinten ist noch einer. Wieder nichts. Was zum Teufel? Gibt's hier irgendwas zu looten? Was macht ihr überhaupt hier? Dieser verdammte Gegner. Hä? Achso, Licht.
So, wo ist er denn? Ach, oh, da. Hallo und tschüss. Zweiter Loot von Monte, dankeschön. So. Dann die beiden da hinten. Wo kommt man denn hier hoch? Über den Träger oder was? Und nichts gesehen, wo es hochgeht. Und hallo Hannes, Grüße. Ich glaube, es wird bald wieder dunkel. Hier waren noch zwei. Wo sind die denn jetzt hin? Oh. Okay. Wie ist denn der da hochgekommen? Hallo? Oh, da steht einer. Das ist die Hölle. Muss die ganze Zeit beide Augen offen halten. Und das ist echt anstrengend. Jetzt fängt es an zu regnen. Wo guckt denn der hin? Oh, zu mir. Ich war's nicht. Was ist das für ein Wetter? Alter, was ist das denn für ein Wetter? Ich höre hier dauernd jemanden reden, aber ich sehe sie nicht. Das Problem ist, ich habe keine Medipacks mehr. Dieses Wetter. Naja, Schall, ich weiß schon, das, die Gedanken hatte ich auch schon. Ich muss jetzt erstmal. Ah, fuck! In dem Moment, wo. Im Moment, wo ich... Ich habe ein Problem. Man sieht die auch extrem schlecht hier. Ich müsste halt mal ein paar Medipacks herstellen. So, komm her jetzt hier. So, Medipacks. Kann das mal wieder aufhören? Krass, wie die mich sehen. Ich habe niemanden gesehen. Geil, wie die auf mich schießen und ich einfach überhaupt nichts sehe. Ja, schießen? Ich höre nur Schüsse, aber ich... Okay. Da oben.
So. Da oben. Kommt die Lok mit viel Gebimmel, fährt die Opa über den... Hä, was? Er ergibt sich, hat er gesagt, okay. Nochmal, kommt die Lok mit viel Gebimmel, fährt dem Opa über den C. Achso, Shadowgun. Hallo, Jovi. So, er hat sich ergeben. Hab ich gehört. Dann, beende ich hier mal das, die Aufnahme fürs Let's Play. Der Stream läuft natürlich weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Metro Exodus. Macht's gut.